Und dort, wo der Strand aufhörte, begann das Meer. Es nahm, wohin man auch blickte, kein Ende. Es lag da, als sei es aus flüssigem Quecksilber. Am Horizont, ganz hinten, fuhr ein Schiff in den Abend hinein. Ein paar Lichter blinkten. Und am Himmel, der von der Sonne, die längst untergegangen war, noch immer rosig widerstrahlte, hing die Mondsichel. Sie sah noch ganz blass aus, als ob sie lange krank gewesen wäre. Und über das pastellfarbene Himmelsgewölbe fielten die ersten Lichtstreifen entfernter Leuchttürme. Weit draußen heulte ein Dampfer. Die Großmutter und die beiden Kinder standen überwältigt. Sie schwiegen und hatten das Empfinden, als ob sie nie im Leben wieder würden reden können. Damals im August 2014, während meines ersten Praktikums, habe ich genau diese Zeilen einem Jungen in Emil Tischbeins Alter vorgelesen. Und wir waren uns beide einig, dass Erich Kästner diesen Moment, in dem man das allererste Mal im Leben das Meer sieht, perfekt beschrieben hat. Und daran erinnere ich mich immer wieder gerne. Also, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, auf noch viele, viele weitere Jahre mit Erich Kästner und diesem wunderbaren Haus für Literatur.